Mahlzeit Leute, sind mal wieder bei ARK auf der einen und diesmal die HLN-A, also diese fliegenden Chemies, sage ich jetzt mal, Notizen. Dazu müssen wir die natürlich auch reinnehmen. Wie findet ihr jedes Mal, wenn er stirbt? Also, ja, wir müssen hier in eine Höhle rein. Müssen auch fast ganz runter. Die Koordinaten der Höhlen sind natürlich wieder in der Beschreibung mit drin, falls ihr diese nicht haben solltet. In der Lava-Höhle müssen wir hin. Hier hole ich mal mein, ja, Alu raus. Ja, die Höhle habe ich jetzt noch nicht ganz frei gemacht. So, nächste Abzweigung müssen wir links. Einmal runter. Hier natürlich wieder aufpassen, dass ihr nicht runterfällt in die Lava. Jetzt nach rechts bei den links habt ihr so eine Sprungpassage über die Lava. Hier müssen wir nach rechts lang. Bis zu der nächsten Gabelung hier. Hier müssen wir auch rechts. Denn hier sieht man nochmal, wo wir nicht lang müssen. Einige große Kristallen geradeaus weiter. Und hier haben wir einen kleinen Sprung, da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Okay, jetzt kommen wir natürlich mit den Kackviecher. Ja, hier komme ich eben vorbei. Genau, letztes Mal kam ich ja auch nicht vorbei. So, jetzt nur noch eins. Nee, hier kommen wir nicht vorbei. Nee, doch nicht. Okay, jetzt stehe ich auf den Kristallen. So. Wir nehmen uns den rein. Und gerade, okay, da vorne, das sind schon wieder Viecher. So, kurz gewartet, ihr habt, und weiter geht's. Da ist das Artefakt, wir müssen weiter geradeaus. Und bei der nächsten Abzweigung rechts lang. Dann sind wir hier vorne bei den Ruinen. Es gibt mehrere Wege hier hinzukommen, also nicht schlimm, wenn ihr den anderen Weg nehmt. So, 68, 7, 86, 1. Hier sollte sich die HLNA sich melden, oder Helena. Denn hier ist es, hier oben steht sie. Und wir haben jetzt eine, die Nummer 1. Das müsst ihr euch sagen. Ein kleiner Blitz, der die anderen Überlebenden verfehlt haben muss. Gut, dass die alte Heilin an dir folgt, richtig? Weißt du, es gibt einen Grund, aus dem ich dir folge. Meine Schöpferin Helena war eine Überlebende wie du. Gut, da haben wir schon mal das Erste. Das Nächste ist natürlich in der Schneehöhle auch ein bisschen näher. Hier sind nochmal die Koordinaten vom Eingang. Hier müssen wir rein. Ja, habe ich eigentlich auch noch nicht frei gemacht, aber ich denke mal, die werde ich nochmal, ja, mal gucken, wie ich mit dem Alu durchkomme und dann, naja. So, weiter geht's. Hier müssen wir auch nicht ganz runter. Es lecken wie immer, dass eine Höhle betreten wird. So, erstmal diese Vorhöhle hier. Hier müssen wir natürlich aufpassen. Das Wasser ist nämlich arschkalt, so wie ihr müsst euch ein bisschen Wärme einpacken. Jetzt müssen wir hier drunter durchkriechen. So, jetzt stehen hier schon ganz viele Viecher. Die müssen wir erstmal platt machen. Okay, ja.
Das dauert zu lange für die komplette Höhle, also werde ich mal erstmal nicht umbringen und euch dann Bescheid geben. So, es ist jetzt alles tot. Ich habe die Höhle jetzt mal bereinigt. Jetzt können wir weitergehen, ohne mal, hoffe ich mal, gestört zu werden. Es sei denn, ich habe wieder irgendwo was vergessen. So, wir müssen hier runter. Wir gehen diesmal den schnellsten Weg dorthin. Einmal hier lang. Einmal ganz komplett außen rum. Man kann auch durchs Wasser laufen, aber man stirbt dadurch ziemlich schnell. So, hier vorne sind wir. Hier runter müssen wir. Hier hole ich mal kurz mal alle raus. Einmal runterspringen. Und hier vorne ist es. Ja, halt in Genesis. Nicht Genesis, sondern Genesis. So, da haben wir die nächste Notiz von Helena. Eigentlich Helena. HLNA. Die nehme ich die Nummer 3. Dieser Ort ist gefährlich. Wenn du nicht verhungerst, kriegen dich die Dinos. Oder die Umwelt. Genau. So, die nächste ist natürlich hier unten. Die ist ein bisschen bescheidener zu erreichen. Konnte die auch nur durch Hin- und Herspringen erreichen. Leider, hier braucht man natürlich auch wieder die HLNA drinne. Jetzt gehen wir in die Höhle rein. Die habe ich ja schon mal vorher bereinigt. Dass er jetzt denkt, ich kämpfe jetzt hier wieder. Die Vorhöhle erstmal betreten und durchkommen. So, jetzt müssen wir hier runter. Immer den schönen kleinen leuchtenden Pflanzen entgegen. Oder hinterher, sagen wir mal so. Ein bisschen runter müssen wir, aber auch nicht durch die ganze Höhle, Gott sei Dank. So, bei der Abzweigung. Die erste ist links eine Sackgasse, rechts müssen wir lang. Das nächste ist vorne, hier müssen wir links lang, nicht rechts. Rechts ist eine Sackgasse. Jetzt gehen wir hier runter. Immer weiter. Müssen wir natürlich wieder aufpassen, wenn hier sehr viele Tierchen rumeimern. Hier ist eine andere Notiz. Hier müssen wir weiter. Jetzt müssen wir uns entscheiden, links oder rechts. Wir gehen rechts. Und jetzt bei diesen großen Pilzen, bei diesem einen Teil hier hinten. Da ist sie. Ich müsste hier auch ein bisschen springen. Nämlich einmal hier hoch. Da hat sie schon, was sie macht, ihr habt, und ihr müsst halt hier mal ein bisschen rumspringen. Wenn nicht, müsst ihr am besten euch einen Cheat angeben, wenn es wirklich absolut nicht gehen sollte. Das war nämlich Nummer 2. Es fasziniert mich, wie ihr Überlebenden eure eigenen Lösungen für Probleme findet. In einem seltsamen Land ohne Hilfsmittel gelandet? Einfach auf Bäume einschlagen. Ich hätte nie gedacht, dass das etwas bringt. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Lösungen dir in der Genesis-Simulation einfallen. So, das waren jedenfalls die drei Notizen, die wir hier finden können. Die anderen sind in Scotch Earth, da komme ich auch nochmal zu. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.